Mein Name ist Joy Frempong und ich bin Sängerin, Musikerin, elektronische Musikerin. Der erste musikalische Moment im Leben, sage ich immer, war der Moment der Geburt und der Schrei nach der Geburt. Ich kann mich so nicht mehr erinnern, aber ich finde das noch ein gutes Bild, weil mit dem Losschreien und sich in eine neue Welt begeben, fängt eigentlich alles an. Und später ist es so weitergegangen, es hat immer wieder neue Entdeckungen gegeben in der Musik. Ich habe gelernt Klavierspielen als Kind, klassisch Klavierspielen, aber das war eher so etwas gewesen, wo nicht wahnsinnig Spass gemacht hat oder ich hatte nicht wahnsinnigen Zugang dazu gehabt, bis ich gelernt habe, improvisieren auf dem Klavier und mit Akkorden frei rumspielen. Und dann habe ich plötzlich wieder den Zugang gefunden zur klassischen Musik. Und gesungen habe ich schon immer sehr gerne und das ist dann, irgendwann ist das Bedürfnis gekommen, auch das besser zu lernen. Und ich habe eine Gesangslehrerin gefunden, die mich eigentlich in die Welt des Jazz ein bisschen eingeführt hat. Und sie war auch die Erste, die mir gezeigt hat, dass man mit der Stimme andere Sachen machen kann als nur schön singen. Man kann auch Sounds machen und Geräusche. Und das hat mich extrem fasziniert. Und das ist, glaube ich, etwas, wo dann ewig geblieben ist. Und das andere, was ich auch damals entdeckt habe, ist eigentlich die Improvisation. Und wie man Musik eigentlich kann als Gespräch brauchen, als normale Konversation, wie wir das Leben laufen, nicht mit einem Skript, wo wir irgendwie vorlesen, das will ich sagen oder das sage ich einem Bäcker oder das sage ich, wenn ich etwas einkaufe, sondern wir sind ja immer ständig am Erfinden und irgendwie hat mich das extrem fasziniert, dass Musik eigentlich auch wie so eine normale Sprache ist, dass man einfach im Moment Sachen erfindet, dass man mit Musik kommuniziert und dass man auch wie im Leben so das Risiko eingeht, dass mal irgendetwas schief läuft. Und das ist so ein Element, wo vielleicht prägend war, wo mich sehr fasziniert hat. Und ich habe dann später eine Jazzschule gemacht und bin so ein bisschen mehr eingetaucht in die Welt des Jazz. Ich habe aber auch mit experimentellen Musikern zu tun gehabt, wie David Moss oder so, ganz extreme Sachen machen mit der Stimme. Und so habe ich recht die Bandbreite von Klängen kennengelernt. Und später oder in dieser Zeit ist auch ist die elektronische Musik gross geworden und ich bin auch Clubben, Drum-Bass-Partys, die industriellen Häuser, wo man ist durchtanzen. Und das ist irgendwie auch eine grosse Entdeckung gewesen, so ein Lebensgefühl. Und das ist auch ein wichtiges Element gewesen für mich. Und später habe ich das wie alles ein bisschen zusammengebracht. Also ich mache immer noch elektronische Musik. Ich mache auch, es hat Einfluss von Jazz, aber es hat auch zum Teil ein bisschen Einfluss von klassischer Musik sogar. Und das Element vom Spontanen, vom Improvisieren, vom Geschichten erzählen auch, das habe ich gerne in der Musik. Ja, also ich bin mit zwei Kulturen ja gross geworden. Mein Vater ist von Ghana, meine Mutter ist Schweizerin. Ich bin in Ghana zwar geboren, aber den grössten Teil von meinem Leben dann in der Schweiz aufgewachsen. Und ich habe erst irgendwann unterwegs, als ich ein bisschen älter wurde, bin gemerkt, dass es eigentlich eine rechte Bereicherung ist, dass man so zwei Blickwinkel hat, dass man die Welt nicht nur so sieht, wie sie ist, sondern man weiß immer, es gibt noch eine Alternative. Es könnte auch noch anders sein. Und das ist einfach unterbewusst immer mitgeschwungen und ich habe mir erst später ist mir bewusst worden, dass das eigentlich überhaupt rum war und dass das mich ein bisschen unterschieden hat von anderen Leuten. Und von dem her bin ich immer so ein bisschen inside out gewesen, also in der Schweiz, aber auch aus der Schweiz und in Ghana, aber auch nicht außerhalb von Ghana, immer die zwei Blickwinkel gehabt. Und ich finde sowieso Nationen, das ist etwas sehr Praktisches, aber ist eigentlich auch etwas recht Altmodisches auf eine Art. Und man sieht ja, dass die Menschen sich immer mehr bewegen und die Grenzen, die es gibt, die sind ja nicht aus Stein. Also man kann die ja problemlos mit dem schönen Schweizer Pass zum Beispiel überschreiten. Und das ist sowieso ein Vorteil vielleicht von Schweizer sein, ist, dass man auf der ganzen Welt sich relativ frei kann bewegen. Man hat relativ wenig Hindernisse, wenn man sich will bewegen.
das ist etwas, was sicher das ausmacht, oder ein grosser Vorteil von der Schweiz. Und die Schweiz ist auch sehr multikulturell eigentlich. Also sie schreibt es meistens nicht gross an. Das ist nicht unbedingt das Branding von der Schweiz, aber das vergisst man manchmal. Und man hat schnell Einflüsse von anderen Ländern. Es ist mehrsprachig. Also von dem her hat es recht viel, eine grosse Diversität eigentlich innerhalb von einem kleinen Land. Aber ich sehe mich nicht gerne als Schweizer, ich sehe mich auch nicht gerne innerhalb von der Musik als irgendwie in einer Kiste. Und ich finde, das geht etwas Gleiches, wenn man fragt, aus welchem Land bist oder wohin gehörst du. Das ist alles so ein bisschen einengend. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man einfach ein Mensch sein kann, wenn man sich bewegen kann und wenn man sich in verschiedenen Orten wohlfühlt. Und das ist eigentlich wichtiger als woher das man ist. Ja, ich habe schon mit ein paar von diesen Nominierten zusammenspielen. Und zwar das erste Mal war mit dem Joke Lanz. Das war noch mit einer so Psychedelik-Rock-Jazz-Band, die wir vor Jahren hatten. Lauschangriff hat die geheißen. Und wir haben ihn und Martin Schütz eingeladen auf so eine 5-tägige Schweiz-Tournee. Und das war eine recht lärmige Angelegenheit. Und später konnte ich mit Bruno Spörje auch Zusammenarbeit machen. Und es war auch super, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der halt so eine riesige Geschichte hinter sich hat und so viel Erfahrung und der auch einer der Pionier war von der elektronischen Musik. Und das ist extrem spannend, auf so jemanden zu treffen und seinem Fundus eigentlich können zu schöpfen und austauschen und auch Geschichten zu hören. Er ist auch eigentlich ein Geschichtsbuch selber als Mensch. Es gibt andere Leute, der Christian Paul zum Beispiel, der ist auf dem gleichen Label, wie ich war, in Lausanne, Creek Records. Und wir haben auch schon miteinander geteilt. Wir haben noch nie zusammen gespielt, aber das ist ein Musiker, den ich auf jeden Fall sehr spannend finde und ich es auch schön finde, mal etwas zusammen zu machen. Und es gibt andere Leute wie Malcolm Kaff, wo man auch schon häufiger an Festivals irgendwie Line-up geteilt hat, dass man sich im Backstage getroffen hat, zusammen gegessen hat und man noch nie zusammen gespielt. Also ich glaube, es sind verschiedene Sachen, die zusammenspielen, wenn man ein Live-Konzert gibt. Und der Ort ist natürlich ein Teil davon, das andere ist, wer ist an diesem Ort. Und was ich immer wieder speziell finde, ist, an Ort zu spielen, wo untypische Bühnen sind eigentlich. Also wenn man in einem Schwimmbad spielt oder irgendwie... Oder gut, gewisse Festivals, die sind einfach an einem See, dann ist einfach die Natur etwas, was es ausmacht, dass es sehr speziell ist. Es gibt häufig aber auch das Drum und Dran, was für mich fast wichtiger ist als der Ort. Das heisst, wie wird man aufgenommen, wie sehr wird geschätzt, dass man da hinkommt, von den Veranstaltern, aber auch vom Publikum. Es gibt immer wieder so magische Moment, Konzert, wo man nicht weiss, aus irgendeinem Grund ist einfach so eine Magie rum. Und man kann es nicht immer beschreiben, was das gelegen ist, aber manchmal liegt es einfach am Geist der Leute, die das organisiert haben. Und ja, dass sich die Menschen irgendwie wahnsinnig darauf freuen. Oder dass sie die Sachen auch nicht, dass sie nicht zum Konsumieren kommen, sondern wirklich zum Entdecken. Das ist eigentlich immer sehr schön. Ja, im Moment habe ich ja vor allem eine Band, das ist «Oi», was ein Duo ist mit dem «Leluja H». Und wir sind zusammen im Moment am neue Musik schreiben für ein nächstes Album. Und ja, wir haben das Glück gehabt, zum Beispiel in Sansibar eine kleine Residenz zu machen. Wir haben dann auch Workshops gegeben an Musikschulen, aber wir haben das auch kombinieren, damit irgendwie uns noch ein bisschen von anderen Ort, das ist wieder ein Zurückgehen auf den Ort, auf die Inspirationen, die man haben kann aus speziellen Umgebungen. Und jetzt machen wir in Berlin weiter. Und mit der Band Fall Fatal haben wir ein Album aufgenommen, das kommt nächstes Jahr raus. Und das sind eigentlich im Moment die Hauptprojekte, wo ich dran bin.